Willkommen zurück auf deinem Weg zum finanziellen Erfolg mit Lektion 4 von Rich Dad Poor Dad namens Die Geschichte der Steuern und die Macht der Unternehmen. Fangen wir an. Viele sehen Robin Hood als Helden, der von den Reichen nahm und den Armen gab. Mein reicher Vater war nicht dieser Auffassung. Er nannte Robin Hood einen Gauner. Obwohl es allgemeiner Konsens ist, dass die Reichen mehr Steuern zahlen und den Armen geben sollen, wird in Wirklichkeit die Mittelschicht stark besteuert, und zwar insbesondere die gebildete Mittelschicht mit hohem Einkommen. Um zu verstehen, wie es dazu kam, legt Robert eine kurze Geschichte der Steuer vor. Ursprünglich gab es in England und Amerika überhaupt keine Steuern, sondern nur gelegentliche Abgaben, beispielsweise um Kriege zu bezahlen. 1874 machte England die Einkommenssteuer zur ständigen Pflichtabgabe für die Bürger. In Amerika, dem Land, wo die Steuer für Tee zum Protest der Boston Tea Party führte und den Unabhängigkeitskrieg mit entzündete, führte die Einführung des 16. Amendments 1913 zur dauerhaften Etablierung der Einkommenssteuer. Diese Länder erreichten eine mehrheitliche Akzeptanz der Steuern nur, weil sie diese zunächst ausschließlich von den Reichen holten. Aber obwohl die Einkommenssteuer den Zweck hatte, die Reichen zu maßregeln, bestrafte sie letztlich diejenigen, die für ihre Einführung votiert hatten, die Armen und die Mittelschicht. Rich Dad erklärte, dass er und Poor Dad Gegensätze seien. Poor Dad wurde als Staatsbeamter dafür belohnt, dass er Geld ausgab, Leute einstellte und seine Institution vergrößerte. Für Rich Dad hingegen verhielt es sich so, dass er desto mehr Ansehen bei den Investoren genoss, je weniger Geld er ausgab und Leute einstellte. Und in dem Maß, wie der Staatsapparat sich vergrößert, steigt auch der zu seiner Aufrechterhaltung erforderliche Geldbetrag. Poor Dad glaubte aufrichtig, der Staat solle den Leuten helfen. Er und Roberts Mutter arbeiteten für das Friedenskorps, wo die Freiwillige auf Einsätze in Malaysia, Thailand und auf den Philippinen vorbereiteten. Sie bemühten sich um immer mehr Förderungen und Budgeterhöhungen, damit sie mehr Leute einstellen konnten. Für Robert war es eine Herausforderung, für einen der größten Kapitalisten am Ort zu arbeiten und dann zu einem bekannten Staatsbeamten nach Hause zu kommen. Es war nicht einfach zu entscheiden, welchem seiner Väter er Glauben schenken sollte. Aber während Robert die Geschichte der Steuer untersuchte, entwickelte er allmählich eine interessante Perspektive. So wie der Appetit des Staats auf Geld wuchs, musste man sehr bald Steuern von der Mittelschicht erheben. Und von dort aus tröpfelte es nach unten. Doch die Reichen sahen darin eine Gelegenheit, denn sie spielen nicht nach den gleichen Regeln. Unternehmen, sie wurden in den Tagen der Segelschiffe beliebt, boten einen Weg zur Steuerumgehung. Ihr Verständnis für die gesetzlichen Unternehmensstrukturen verschaffte den Reichen einen erheblichen Vorsprung und erlaubte ihnen, die Intellektuellen zu überlisten. Idealerweise vermeidet der Staat, Geld übrig zu haben. Werden zugeteilte Mittel nicht verbraucht, läuft man Gefahr, diese beim nächsten Budget zu verlieren. Im Gegensatz dazu belohnt man Geschäftsleute dafür, Geld übrig zu haben und lobt sie für ihre Effizienz. Und wie der Staat sein Ideal weiter umsetzte und immer größere Summen ausgab, brauchte man immer größere Steueraufkommen und erhob diese nach und nach von den Armen. Und der Mittelschicht. Einfach zwei, drei Wörter vergessen. Und erhob diese nach und nach von den Armen und der Mittelschicht.
Eine Körperschaft ist einfach ein gesetzliches Dokument, das eine gesetzliche Organisation etabliert. Sie ist im Grunde nichts Materielles, keine Fabrik oder eine Gruppe von Menschen. Aber sie genießt niedrigere Steuersätze als Privatpersonen und gewisse Ausgaben bezahlt ein Unternehmen mit Mitteln vor Steuern. Wenn die, die morgens aufstehen, zur Arbeit gehen und Steuern zahlen, nur verstünden, wie die Reichen das Spiel spielen, könnten sie das auch tun. Das Problem ist, je härter sie in einer Anstellung arbeiten, desto mehr zahlen sie an den Staat. Steuern bestrafen letztlich die Leute, die die Regierung gewählt haben. Versuche, die Reichen zu maßregeln, funktionieren selten, denn die Reichen finden Mittel und Wege, ihre Steuerlast zu minimieren. Eine solche Methode ist Artikel 1031 des International Revenue Code, des amerikanischen Steuergesetzes, der einem Verkäufer einen Aufschub für die Steuern gewährt, für Liegenschaften, die im Austausch für eine andere, teurere Liegenschaft mit Kapitalgewinn verkauft werden. Solange man mit ständiger Wertsteigerung verkauft, wird nicht besteuert, und zwar so lange, bis sie saldieren. Diejenigen, die es versäumen, diese Einsparungen für sich zu nutzen, verpassen eine Chance, die Asset-Spalte aufzubauen. In all den Jahren, in denen sein reicher Vater Robert begleitete, wollte er ihm beibringen, dass Wissen Macht ist. Und mit Geld kommt eine große Macht, die richtiges Wissen erfordert, um es zu behalten und zu vermehren. Ohne dieses Wissen schubst einen die Welt herum. Der Steuerbeamte ist ein Tyrann, der nimmt und nimmt, wenn sie ihn lassen. Lassen sie ihn nicht, sondern lassen sie ihr Geld für sich arbeiten. Kluge Steuerberater und Anwälte sind ihr Geld wert und sie sind noch immer billiger als den Staat zu bezahlen. Es ist teuer, sein Recht nicht zu nennen. Oh, es ist teuer, sein Recht nicht zu kennen. So. Mitte 20, als er gerade das Marine Corps verlassen hatte und für Xerox arbeitete, war Robert enttäuscht, wie viel man seinem Gehalt abzog. Dies motivierte ihn, 1974 sein erstes Unternehmen zu gründen und in seinem regulären Job mehr zu arbeiten. So wollte er so viel Geld wie möglich zusammenbekommen, um in Immobilien zu investieren. Geile Sache. Er wurde einer der besten Vertreter bei Xerox und in weniger als 3 Jahren verdiente er mit seinem Immobilienunternehmen mehr als dort. Seine Firma brachte ihm seinen ersten Porsche ein, was bewies, dass sein Plan aufging. Die Lektionen, die er von seinem reichen Vater gelernt hatte, halfen ihm, dem sprichwörtlichen Hamsterrad schon früh in seinem Leben zu entkommen und jetzt will er anderen helfen, das Gleiche zu tun. Ein finanzieller IQ oder finanzielle Intelligenz macht dies möglich. Diese umfasst 4 Komponenten. Buchführung, das ist finanzielle Bildung, also die Fähigkeit, Zahlen zu lesen und Stärken und Schwächen eines Geschäfts zu verstehen. Investment, das ist die Wissenschaft und Strategien, wie man Geld mit Geld verdient. Ein Verständnis für Märkte, das ist die Wissenschaft von Angebot und Nachfrage und den Marktbedingungen. Sowie geltendes Recht. Das sind Steuervorteile und Protektionen. Ein Verständnis für diese rechtlichen Vorteile ist wesentlich, wenn es um langfristigen Wohlstand geht. Beispielsweise kann ein Unternehmen Ausgaben vor Steuer bezahlen, während ein Arbeitnehmer zuerst besteuert wird und dann seine Ausgaben von dem bezahlen muss, was übrig bleibt.
Unternehmen können Vorstandssitzungen auf Hawaii, Kosten für Fahrzeuge, Versicherungen, Mitgliedschaften im Sportstudio vor der Steuer bezahlen. Unternehmen bieten auch Schutz bei Rechtsstreitigkeiten. Klagt man gegen eine wohlhabende Privatperson, so sieht man sich häufig mit mehreren Schichten rechtlicher Protektion konfrontiert und stellt oft fest, dass dieser wohlhabenden Person eigentlich nichts gehört. Sie kontrolliert alles, aber ihr gehört nichts. Robert empfiehlt Leuten mit schutzwürdigem Vermögen dringend, sich über die Vorteile und Protektion zu informieren, die Unternehmen bietet. In diesem Zusammenhang sind die Bücher von Garrett Sutton hilfreich. Zusammenfassung: Firmenbesitzer mit Unternehmen. Erstens verdienen, zweitens geben aus, drittens zahlen Steuern. Arbeitnehmer, die für Unternehmen arbeiten. Erstens verdienen, zweitens zahlen Steuern, drittens geben aus. Also, und bevor wir jetzt auf die Lerneinheit eingehen, wie immer, dann möchte ich noch Mini-Notizen vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe zu dem Kapitel. Nämlich, eine Immobilie zum Beispiel ist ein Investitionsmittel, das einen großen Steuervorteil erlaubt. Die Schaffung von Eigentum wird durch Steuervorteile und diverse Zuschüsse gefördert und die laufenden Kosten, zum Beispiel einer Mietwohnung, einschließlich Zins und Tilgung des Kredits, lassen sich mit den Mieteinnahmen gegenrechnen, sodass der Mieter die Wohnung für den, der das notwendige Eigenkapital besitzt, praktisch alleine abbezahlt, der Eigentümer auch noch Steuervorteile hat und nach 30 Jahren, wenn der Kredit abbezahlt ist, die Mieteinnahmen voll kassieren kann. Also in Immobilien investieren ist tatsächlich eine sehr geile und lukrative Angelegenheit, doch dafür brauchst du erst Geld. Ja, meine in Aktien und ETFs investieren, das könnt noch viele Menschen, das geht noch schnell. Und für Immobilien brauchst du dann schon zuerst viel Geld, ja. Wissen bedeutet Macht. Und mit dem Geld kommt eine große Macht, die das richtige Wissen fordert, um es zu behalten und zu vermehren. Ohne dieses Wissen schubst einen die Welt umher. Mein reicher Vater erinnerte mich ständig daran, dass der größte Tyrann nicht der Chef oder der Vorarbeiter, sondern das Finanzamt ist. Wenn Sie für Geld arbeiten, geben Sie Ihrem Arbeitgeber die Macht. Wenn Geld für Sie arbeitet, liegt die Macht in Ihrer Hand. Jeder Dollar in meiner Vermögensspalte war ein wunderbarer Mitarbeiter, eben das Geld für sich schaffen lassen, der hart arbeitete, um mehr Angestellte zu gewinnen, als nur mehr Geld zu gewinnen, und dem Boss einen neuen Porsche zu kaufen. In diesem Kapitel hat er beschrieben, wie er für die Firma Xerox am Arbeiten war und dann sich irgendwann entschieden hat, sein Geld für sich schaffen lassen und hat angefangen zu investieren. Und dann eben damit anfangen lassen, auch das Geld für sich selber zu arbeiten. Sodass er irgendwann aus dem erwirtschafteten Geld, aus den Investitionen, sich einen Porsche hat können kaufen, was ja vorher auch kurz vorgekommen ist in der Zusammenfassung, die ich vorgelesen habe. So, jetzt noch das Letzte, was ich habe. Also. Nämlich, bei meinen Vorträgen erinnere ich die Zuhörer stets daran, also weil der Robert auch ein Speaker ist und Vortrags- und auch ein Redner ist, stets daran, dass der finanzielle IQ auf dem Wissen aus 4 umfangreichen Fachgebieten beruht. Eben, das haben wir vorher auch schon gehört, wo ich vorgelesen habe, Zusammenfassung, doch da wird es ein bisschen mehr ausgeführt. Erstens, Buchhaltung. Ich bezeichne dies gern als finanzielle Kenntnisse.
Es ist eine lebenswichtige Fähigkeit, wenn man ein Imperium aufbauen möchte. Je höher die Summe, für die sie verantwortlich sind, desto mehr Genauigkeit ist erforderlich, sonst bricht alles zusammen. Verankert werden diese Einzelheiten in der linken Gehirnhälfte. Daraus entsteht die Fähigkeit, Bilanzen zu lesen und zu verstehen. Diese Fähigkeit wird es Ihnen ermöglichen, die Stärken und Schwächen eines jeden Geschäfts herauszufinden. Zweitens, investieren. Für mich ist das die Wissenschaft, wie Geld mehr Geld macht. Ja, stimmt einfach. Hier geht es um Strategien und Rezepte. Angesprochen wird hier die rechte Gehirnhälfte oder die kreative Seite. Drittens, Marktverständnis. Das ist die Wissenschaft von Angebot und Nachfrage. Man muss die technischen Aspekte des Markts kennen, der von Gefühlen beherrscht wird. Der zweite Machtfaktor ist die fundamentale oder wirtschaftliche Auswirkung einer Investition. Ob eine Investition Sinn macht oder nicht, ist von den aktuellen Marktbedingungen abhängig. Viele Menschen glauben, dass die Vorstellungen von Investieren und den Markt verstehen zu kompliziert für Kinder seien. Sie können nicht sehen, dass Kinder diese Themen intuitiv kennen. Viertens, das Gesetz. Die Verwendung beispielsweise einer Unternehmenshülle, um die technischen Fähigkeiten, Buchhaltung, Investieren und Marktkenntnisse kann explosives Wachstum unterstützen. Ein Mensch, der weiß, welche steuerlichen Vorteile und welchen Schutz ein Unternehmen bietet, kann viel schneller reich werden als jemand, der als Angestellter arbeitet oder alleiniger Eigentümer eines kleinen Geschäfts ist. Das ist wie der Unterschied zwischen zu Fuß unterwegs zu sein oder zu fliegen. Der Unterschied ist gewaltig, wenn man langfristig reich bleiben möchte. Ja, das ist es. Oh wow. Super intens. Und jetzt noch die Lerneinheit für uns. Mit den Fragen, die du dir stellen kannst zu deinem Leben. Und auch beantworten kannst. Stimmen Sie dem Urteil von Roberts reichem Vater zu, dass Robin Hood ein Gauner war? Warum bzw. warum nicht? Haben Steuern das Problem mit den Staatsausgaben vergrößert? Glauben Sie, die Leute aus der Mittelschicht und die Armen haben bemerkt, dass die Steuerlast auf ihnen liegt? Welche Auswirkungen hat das Ihrer Beobachtung nach? Also auf deiner Beobachtung, also da Ihrer wieder mit Höflichkeitsform, also du wirst angesprochen. Neigen Sie mit Ihren Überzeugungen mehr zum Kapitalismus oder zum Sozialismus? Was sind die Vorteile bzw. die Nachteile der jeweiligen Ideologie? Haben die Reichen recht, wenn sie die Vorteile von Unternehmensorganisationen nutzen, um Steuerzahlungen zu vermeiden? Glauben Sie, dass viele Leute das nachahmen würden, wenn sie das System besser verstünden? Auf welche besondere Art und Weise könnten Sie davon profitieren, wenn Sie für Ihre Vermögenswerte ein Unternehmen verwenden würden? Wow! So, und wir sind jetzt auch am Ende angekommen von der vierten Lektion von Rich Dad Poor Dad und machen demnächst weiter mit Lektion 5.